Das sah bloß so aus, weil die hintereinander standen. Cool, haben wir das schon mal geschafft. Okay, ab nach Hause. Mal gucken. Wie weit bin ich jetzt? Genug Eisen habe ich jetzt erstmal geholt. Und dann bin ich jetzt guter, geiler Stunt, das ist wirklich. Komm. Ja, die brauchen Wasser. Eisen. Das ist das Wichtigste, das wird erstmal als erstes gemacht. Okay, jetzt müsste ich da eigentlich genug haben. Ja. Und jetzt gucke ich mal. Da fehlen noch Batterien. Mir fehlen ganz klar noch Batterien. Das kriege ich aber auch nur von abgestürzten Raumschiffen. Okay. Man kommt das jetzt mal hier wieder hier rein. Batterien fehlen mir. Ist natürlich doof jetzt. Ja, welche Maschine könnt ihr an Batterien herstellen? Erstmal hier. Das brauche ich jetzt. Nee, ich will jetzt nicht defiletieren. Maximal. Ich mache jetzt mal so viel, wie es geht hier. Dann kommt das jetzt noch mal maximal, weil ich muss ja dann mal gucken in dem Portal, was da alles möglich ist. Okay. Abwarten, Tee trinken. Gut, die letzten Eimer. Eins, zwei, drei, vier. Ein Eimer ist übrig geblieben. Okay, jetzt wollen wir mal gucken. Was gibt es noch für Maschinen? Ich habe ja diese Maschine gebaut. Das gehört zur Farm. Iron Hammer Bones, zwei Stück von denen. Das haben wir ja schon gemacht. Ja, Batterien, Batterien, Batterien. Erstmal muss ich erstmal wissen, wie man Batterien herstellt. Der kann keine Batterien herstellen. Der hier auch nicht. Wer kann Batterien, welche Maschine stellt Batterien her? Das ist echt mal eine gute Frage. Keine Ahnung.
Wozu man das hier braucht, ehrlich gesagt, habe ich auch kein Schimmer. Was ist das eigentlich? Nein, ich könnte auf jeden Fall irgendwas zu fahren. Raffinerie, da leuchtet irgendetwas. Ja, wenn ich jetzt hier drauf gehe, ich weiß nicht, was ich mit dem Ding anfangen soll, um ehrlich zu sein. Und hier, macht er daraus Kohle. Ja, warum auch immer, was das jetzt hier bedeutet. Gold habe ich auch. Ja. Stoppen. Muss ich jetzt irgendwie rein? Naja, Kohle bringt ja nichts, Holz bringt ja auch nichts. Ich weiß es nicht, was man jetzt damit machen soll. Stopp. Wie das funktioniert, habe ich keinen Schimmer. Ich weiß bloß eins, dass ich hier viel zu viel von dem Zeug habe und dass ich jetzt erstmal kurz in Pause gehe, weil ich bin gerade etwas sehr müde geworden und war erstmal total überfordert mit dieser Maschine. Ich weiß nicht, wie man Batterien macht. Da habe ich eigentlich gesagt, kein Schimmer. Und vor allen Dingen, wo ich die Batterien herbekomme. Ich weiß, aus abgestürzten Raumschiffen. Aber die muss man doch irgendwie selber basteln können, oder? So eine Batterie muss man doch selber machen können. Aber vielleicht erst im nächsten Zeitalter. Aber was bringt einem, wenn man die Batterie nicht selber basteln kann? Ja, das ist wirklich merkwürdig. Wenn ich jetzt hier drauf gehe. Eine Workbench brauche ich dafür, eine Blacksmith, Loom, Horder. Das habe ich ja da. Kann ich eine Workbench bauen? Dafür brauche ich nur Holz. Kann ich Loom? Das ist ein Loom. Gibt es hier irgendwo die Loom? Ich weiß es nicht. Ich habe keinen Schimmer. Wo ist die verdammte Loom? Wenn die ja hier ist, dann muss das doch irgendwo herstellbar sein. Gebaut habe ich nicht, weil dann müsste die unter den neuen. Also ich finde diese Loom gerade nicht. Von daher, ich muss das mal recherchieren. Gibt es noch was ich bauen könnte? Das vielleicht. Oder das hier.
Oder keine Ahnung. Ich könnte so viel hier bauen, aber ich weiß nicht, ob das Sinn macht jetzt gerade für die Farmer. Ich will ja weiter in die Zukunft. Oder soll ich lieber abwarten, bis das alles in die Luft geht? Eine gute Frage. Oh, mein Monitor schaltet sich gleich aus. Einen Augenblick. Oh, falsche Fernbedienung. Ja, der Monitor schaltet sich gerne mal aus. Ich werde mich jetzt hier verabschieden in dieser Folge. Wir sehen uns dann in der nächsten. Wenn ich hier etwas weitergekommen bin mit den Batterien und das nächste Zeitalter freischalten kann. Also es hat mich gefreut, dass ihr zugeschaut habt. Viel, viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Hey Leute, ich freue mich gerne über ein Abo, Like oder Kommentar. Abonniert einmal meinen Kanal, dann seht ihr immer die aktuellsten Videos.